Meine lieben Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge hier von Kuroizuki. Weiter geht's in diesem Anwesen und ich werde jetzt keine große Einleitung hier starten, denn unsere Zeit läuft langsam ab. Ich weiß jetzt gar nicht, wann wir uns treffen wollten hier in der Lobby wieder, aber es wird bald sein. Auf jeden Fall ist hier eine Tür und da ist eine Peonie drauf und wir können sie nicht öffnen, weil wir den Schlüssel nicht haben. Schön! Was sollen wir denn überhaupt machen? Hier geht's jetzt wieder hoch oder runter. Ich weiß ja nicht mehr, auf welcher Ebene ich bin. Ich glaube, ich bin jetzt runtergegangen, ne? Wir haben ja letztes Mal hier einen Geheimraum gefunden, in dem wir dann ein weiteres Dokument entdeckt haben. Aber danach hatten wir keinen Peil mehr, was wir tun sollten. Hier vielleicht noch irgendwas? Das Holzpüppchen haben wir aufgezogen. Ist nichts passiert. Im Gästezimmer haben wir eine Kerze gefunden, mit der wir aber nicht wirklich was anfangen konnten bislang. Und da geht's wieder nach oben. Die Tür war verschlossen. War auch ein sonderbares Spinnlilien-Symbol drauf. Also da brauchen wir überall noch Schlüssel. Die wir noch nicht haben. Verdammt nochmal. Hier kam man nicht rein. Das war das mit dem Familienwappen, die Tür. Kamen wir auch nicht rein. Da müssen wir irgendwas reinstecken in die Wand, um da einen Mechanismus auszulösen. Aber ich hab ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung. Was wir hier machen sollen. Das ging nicht, ne? Nee. Verdammt nochmal. Hier vielleicht ist hier irgendwas Neues erschienen. Finden wir irgendwas? Hier ist ja über dem Kamin auch noch eine Einbuchtung. Und die sieht dreieckig aus. Warum kann man da... Oder hier? Nee. Moment mal. Den runden Stein auch nicht. Oh, fuck. Die Hanya-Maske an der Wand. Nee. Hilft alles nix hier. Hier waren wir auch 500 Mal schon. Hier in der Küche haben wir auch schon durchsucht. Hat auch nichts Neues erschienen. Ich gucke jetzt mal, ob hier irgendwo noch Leute sind, mit denen ich reden kann. Hallo, ist da wer? Gibt's hier noch irgendwas? Oh, eine Pendeluhr. Das ist... Oh. Es ist schon so spät, ich sollte die anderen wieder treffen. Okay. Ist das richtig oder falsch? Jetzt mache ich mir gerade Gedanken, aber es sieht noch gut aus. Also, wie sieht's aus? Habt ihr irgendwie was gefunden? Seid ihr weitergekommen? Nun ja. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Irgendwie... Warum musste das denn passieren? Wie sollten wir in diese Lage geraten? Wären wir doch nur nicht hierher gekommen, dann wäre auch alles hier ohne den Tod von Kohei vonstatten gegangen. Möchtest du etwas sagen, dass es meine Schuld war? Was? Wie kommst du da plötzlich drauf? Tja, das denkst du doch sowieso die ganze Zeit! Oh, hey, Kaito! Beziehungsweise Hayato heißt ja Kaito mit Nachnamen, ne? Ehrlich mal. Du denkst doch die ganze Zeit, dass ihr alle dachtet doch die ganze Zeit, ich wäre hier der Schlimme. Lass mich los! Ist doch so, oder? Komm, du kannst jetzt die Wahrheit sagen. Ja, okay, wenn es so ist, dann kann es ruhig deine Schuld gewesen sein. Und bist du zufrieden? Dann lass mich jetzt endlich los. Ha! Oh, komm, hört auf, ihr beiden. Halt die Fresse! Oh, was hat denn der für Super Saiyajin-Kräfte, der Junge? Oh, okay. Das war doch nicht richtig, okay. Ja. Jetzt stehen wir vor der Frage, wie geht's weiter? Ich kann jetzt den letzten Speicherstand laden. Aber da haben wir dann auch nur noch ein paar Minuten Zeit, in denen wir nicht wissen, was wir tun sollen. Verdammte Scheiße. Ich bin überfragt. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen irgendwelche Hinweise finden. Hier vielleicht irgendwas. Wir hatten ja diese Vision von dem Jungen, der ein Mädchen mit der Schere tötet. Aber was sollte uns das sagen? War das einfach nur ein Blick in die Vergangenheit? Ich weiß echt gerade gar nicht, was wir machen, ey. Ihr könnt mich hier einfach nur beim Scheitern begaffen, während ich echt nicht weiß, was ich hier tun soll.
Hier war die Bibliothek. Ist hier noch irgendwas gewesen? Oder hier, ach, okay, hier war nur ein Klassenraum. Aber so recht weiter kamen wir ja auch nicht, ne? Meine Güte. Echt kein leichtes hier mit dem Game. Da stand doch von dem Zauberkreis auch was in dem Bericht, oder? Sonderbares Symbol ist da auf dem Boden. Ja, und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Hier. Unser Kumpane, der tot liegt. Ist auch keine Hilfe mehr, ne? Oh, 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 ich sehe schwarz für uns hier gerade. Ich glaube, die Endzeit endet um 9. Das heißt, wir haben eine Minute noch Zeit. Notfalls. Hier findet man nämlich nichts. Laden wir gleich einen anderen Spielstand noch. Und gucken dann, dass wir das alles nochmal ganz schnell hinkriegen. Dann haben wir ein bisschen mehr Zeit zu suchen. Weil das ist ja echt immer Kacke. Hier warten wir echt nur drauf, dass die Zeit abläuft, dass wir wieder sterben. Hier gibt's nichts. Und hier wechsle ich eh nur die Taschen die ganze Zeit. Ich habe echt gar keinen Plan, was ich tun soll. Verdammt nochmal. Spiel! Gib mir doch einen Hinweis. War ich doch schon überall. Ah! Okay, ist was erschienen. Und zwar hier. Ah, okay. Übersetzung des Bilderbuches. Bilder-Tagebuches. Ah. Ah, okay, okay, okay. Das hat Shinya gefunden gehabt und ich habe jetzt mal versucht, das hier zu übersetzen. Es tut mir leid. Es scheint noch weniger Informatives hier drin zu stehen. Okay. Solange ich nicht nochmal sterbe, ist alles okay. So, das Bildertagebuch eines kleinen Mädchens. Und das scheint von Kyoya wieder übersetzt worden zu sein. Und da sehen wir es uns doch direkt mal an. Und das ist ja niedlich, oder? Das mal an. Aber nein! Wir haben keine Zeit, um hier irgendwas zu machen, weil... Ja, okay, gut. Ich drücke das mal weg. Wir wissen ja, was passiert. Ah, nee, warte, es passiert was anderes. Was, schon wieder auf Englisch was? Okay, okay, okay. Dann beeile ich mich mal jetzt hier mal so ein bisschen, Ich denke, das ist schlecht gewesen, oder? Das war das jetzt hier. Ist einfach so abgebrochen. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich denke, das hat doch irgendjemand gefunden gehabt, oder? Das, ist das hier von einem Ausländer geschrieben, oder wie? Hä? Was? Nein, ist kein Ding. Kaido, was ist, bist du in Ordnung? Es ist alles zu Ende. Es gibt keinen Ausgang. Es ist viel zu früh, um hier aufzugeben. Wir haben noch nicht alles hier durchsucht gehabt. Und auch Shin ist noch nicht zurück. Es ist alles sinnlos. Es hat keinen Zweck. Das ganze Anwesen hat doch gar keinen Sinn. Ich verstehe nicht, was hier vor sich geht. Und ich habe das Gefühl, als wären hier noch andere Leute außer uns, als andere irgendwelche Wesen wahrscheinlich, die uns beobachten vielleicht. Und darüber hinaus... Wird mir immer schlechter, je länger ich hier bin. Irgendwas. Das ist genau das Gleiche, genauso fühle ich auch. Deshalb müssen wir ganz schnell einen Weg finden, hier rauszukommen. Ich weiß. Aber ich an diesem Ort... Was macht er? Mach auf, mach auf! Kaido! Wenn wir die Tür öffnen, dann sind wir gerettet. Wenn wir die öffnen, dann nur diese Tür. Oh. Sie ist offen? Was? Ist das jetzt richtig? Geht, mal ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ist das jetzt hier, ein Bad End sozusagen? Geht's gleich wieder auf den Game Over Screen hinaus oder ist das richtig, was passiert? Weil eben gerade war ich dabei, das Bilderbuch zu lesen und schon ging's nicht weiter, oder wie? Ha, komisch. Okay, auf jeden Fall, warum ist die Tür auf? Bis vor kurzem hat sie doch nicht mal gerührt. Hayato, wie hast du die Tür geöffnet? Keine Ahnung, was? Kommt nicht. Komm, bloß nicht her. Was denn? Hayato! Was zur Hölle ist los? Kyoya, wir müssen Shin suchen. Ich werde Kaido folgen. Und ich habe irgendwie ein komisches Gefühl. Verstanden. Aber sollten wir vorher nicht irgendwas in die Tür machen, damit die nicht zufällt? Jetzt, wo sie gerade offen ist, sollten wir sie auch offen halten. Ja, steckt das Buch zwischen.
Ich denke, das sollte vorläufig erstmal gut sein. Okay, wir müssen jetzt die anderen erstmal wieder zurückholen. Okay, was? Was passiert jetzt? Black Screen? Ja. Die ewige Finsternis breitet sich vor meinem Auge aus, vor eurem wahrscheinlich auch. Ich sehe nichts mehr. Liebe Leute, was ist da los? Was in aller Herren Namen passiert hier? Warum ist alles schwarz? Ich sehe nichts mehr. Ich glaube, das Spiel hat gerade einen Abgang gemacht. Wir haben irgendwas Falsches getan. Vielleicht haben wir die Dämonen ins Haus gelassen. Und die haben uns jetzt unser Augenlicht geraubt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sieht das nicht richtig aus. Und da das nicht richtig ist, mache ich mal hier einen kleinen Cut. Ja, ich will ja die Folge nicht so geil. Guck, ich kann doch die Folge nicht hier im Blackscreen enden lassen. Das ist ja ganz traurig. Nee, das mache ich nicht. Deshalb, ich mache mal einen kleinen Cut. Wir sehen uns gleich wieder im Spiel hoffentlich. Und bis dahin gehabt euch wohl. Also dann bis gleich. So, jetzt ist es nicht mehr so finster. Und es tut mir leid, das ganze Spiel, alles ist abgestürzt. Alles hier Freeze-Frame. Ich weiß auch nicht mehr, was passiert ist. Ich konnte nichts mehr machen. Ich musste hier einen Affengriff machen. Ich musste den ganzen Kack hier, die ganze Kiste runterfahren und nochmal neu starten. Jetzt sind wir auf jeden Fall im Spiel. Ich habe einen vorigen Speicherstand geladen, damit wir jetzt mehr Zeit haben. Denn ich nehme an, dass die Zeit in der Videosequenz abgelaufen ist und das irgendwie das Spiel nicht vertragen konnte und deshalb gedacht hat, komm, ich gehe ganz kaputt. Okay, gut. Jetzt machen wir nochmal alles und zwar ganz schnell im Sauseschritt. Ich lese auch nicht mehr alles vor, sondern durchblätter die ganze Scheiße. Okay, gut, das wissen wir jetzt. Wir müssen in den Kackraum. Hier in den Amüsementraum. Den Aufenthaltsraum und dafür müssen wir die Tür erstmal öffnen. Aber wir wissen jetzt mittlerweile schon, wie der Hase hier läuft und da müssen wir hier... wie war es nochmal? 1326 oder so? Ich glaube, das ist falsch, oder? Ist falsch! Warte mal, hier. Blau, Rot, Gelb, Grün. 1 war an der dritten Stelle. Das war 2316 war es. Okay, gut. 2316. 2, 3, 1, 6. Okay, dann öffnet sich das auf mysteriöse Art und Weise. Wir gucken uns das mal an. Oh, wie gruselig. Eine geisterhafte Erscheinung. Rein. Tut mir leid, dass ich das nochmal über euch ergehen lasse. Alles könnte ich auch schneiden, aber ich dachte mir, komm. Wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr die ganze Zeit dabei sein. Vielleicht passiert auch irgendwas anderes. Zudem können wir uns noch mal ein zweites Mal gruseln. Oh, wow, 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 wow. So, das nehme ich mit. Ja, den kann er dann schön übersetzen, mein Freund, der Kyo, ja. Und sonst war hier, glaube ich, nichts, ne? Nee, hier war, glaube ich, nichts sonst. Aber, Moment mal. In den Zimmern haben wir doch jeweils was gefunden gehabt, oder? Hier einmal eine runde kleine Kugel. Und hier war eine Kerze, ne? Jo. Als nächstes hatten wir, glaube ich, hier den Kameraden hier irgendwo getroffen gehabt. Wo war das? Ich glaube, im zweiten Stockwerk. Jo, da können wir jetzt rein. Und das war hier. Ja, da war's. Jetzt voll. Ja, 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 wir wissen es. Ja, ja, ja. Dein Vater? Nee, meine Mutter. Ja, oh, tschüss. So, okay, gut. So. Und, haben wir da noch irgendwas Produktives gemacht? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann müssen wir nur das Buch lesen, oder? Ja. Da ist das Bilderbuch. Und jetzt können wir es vielleicht diesmal auch richtig zum Ende schmökern. Denn das kommt man ja nicht. Und deshalb ist es, glaube ich, abgebrochen. Ich glaube, das war der Fehler gewesen. So, auf jeden Fall haben wir hier alles in Hiragana geschrieben. Das ist hier dieses eines der Grundsilbensysteme und das macht es für mich ein bisschen schwieriger zu lesen, als wenn da die komplizierten Kanji sind, woran ich mehr gewöhnt bin. Aber ich versuch's trotzdem. Hat halt ein Kind geschrieben. So. Auf jeden Fall haben wir den 8.11. und heute sind wir nach Japan gezogen. Alle sind so klein und sehen so gleich aus. Das Haus ist so groß, was wir hingezogen sind. Das ist jetzt wahrscheinlich die ausländische Familie, die hier in das Anwesen gezogen ist. Und mein Zimmer, das stinkt, ey. Das ist irgendwie
Was weiß ich, nach Schimmellicht stinkt das da. Ach, das ist so ein kleines Zimmer, ist furchtbar. 11.11. Oh, mir ist langweilig. Papa arbeitet die ganze Zeit, Mama macht hier den Haushalt. Aldo, mein großer Bruder, der kümmert sich um seine japanischen Püppchen, schmust mit seinen Puppen rum. Das ist ein Typ, ey. Ihre Kleider sind schön von den Puppen, aber sie sehen alle so hässlich aus. Ich hasse sie, die Puppen meines großen Bruders. Aber was ist denn mit ihm auch immer los, ey? Ich hasse meinen Bruder eigentlich noch viel mehr als die Puppen, weil er so mädchenhaft ist. Das ist kein richtiger Typ, ey. Meine Güte. 13.11. Mein großer Bruder hat von meiner Mutter die Schere geliehen. Ah, okay, dann haben wir das also gesehen gehabt in der Vision, dieser geisterhaften Vision. Das war der große Bruder von ihr. Oh, er scheint wieder mit der Schere Puppen bauen zu wollen, ja? Mutter sah besorgt aus. Aber mein großer Bruder dagegen sehr glücklich. Was ist er? Er ist voll der Freak. Obwohl er ein Junge ist, macht er damit Puppen rum, kranke Schwein. 17.11. Ja, Papa war wieder total sauer auf meinen großen Bruder. Denn er hat gesehen, wie mein Bruder mit Puppen spielt und deshalb ist er voll ausgerastet. Und auf Befehl meines Vaters hat Mutter alle Nähutensilien versteckt. Und Bruder wurde im Zimmer eingeschlossen. 19.11. Großer Bruder hat die versteckten Nähutensilien und die Schere mit auf sein Zimmer genommen. Er ist so ein dummer Idiot. Das werde ich alles Papa petzen. Oh. Und da endet auch das Tagebuch. Und jetzt kommt nicht die Sequenz. Ah, okay. Jetzt verstehe ich's. Das Spiel ist wahrscheinlich tatsächlich abgestürzt, weil es, bevor wir uns das Buch angeguckt haben, zu Ende war. Die Zeit abgelaufen ist, dann muss man sie sammeln und dann, wahrscheinlich so irgendwie. Ich hoffe natürlich, das Worst-Case-Szenario wäre, wenn es jetzt immer wieder abstürzen würde. Das würde mich traurig stimmen, denn dann würde es nicht weitergehen. Aber ich denke mal, ich bin mal optimistisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt Kyoya hier den dritten Report gegeben, den wir da gefunden haben noch. Und ja, das kennen wir alle schon. Das haben wir alle schon hier bis eben gehabt. Und wie gesagt, wir können jetzt tatsächlich nur hoffen, dass es jetzt hier irgendwie weitergeht. So, er verpisst sich gerade mal wieder. Kleine Heulsuse. Und wir besprechen uns jetzt, dass wir die Tür erstmal aufhalten, indem wir das Buch reintun. Unser Kumpane nach den anderen sucht und wir uns um Hayato kümmern, ne? Sehr gut. Jetzt kann ich glaube ich erstmal. Die Zeit ist jetzt erstmal weg. Das heißt, wir können uns jetzt zukünftig alle Zeit der Welt nehmen, speichern das erstmal hier an dieser Stelle und gucken dann nochmal kurz weiter, weil jetzt will ich die Folge nicht abbrechen. Jetzt muss ich den ganzen Kack gucken da. Nochmal. Kann ich nicht einfach sagen, nee, ich mach nicht weiter. Okay. Was zur Hölle war das denn? Was war das? Ein Geist? Tatsächlich, da ist gerade der Boden weggebrochen. Verdammt Scheiße! Ah, jetzt muss ich einen Umweg nehmen. Okay. Ich glaube, wir können ja hier durchgehen, ne? Da lang? Hä? Eine Blutspur? Die führt hier hoch. Sagt nicht. Oh nein. War unser Kumpel etwa doch noch nicht ganz tot? Verdammt, die Blutspur führt durch den Korridor. Hä, wir waren doch, standen noch eben hier. Wie soll der so schnell hierher durchgekommen sein? Oh! Huh? Moment mal. Was zur Hölle machst du? Ach, steh mir hier nicht im Weg. Kohei muss ganz schnell ins Krankenhaus gebracht werden. Er stirbt doch sonst, oder? Er ist doch schon tot. Was erzählst du? Er ist längst tot. Er ist nicht tot! Hä? Er ist noch nicht tot. Er ist niemals tot. Er ist nur schwer verletzt, oder? Sieht so aus, als könnte er sich nicht selbst bewegen. Deshalb dachte ich, dass ich ihn bringen muss. Aber nun
Also ich bitte dich, bitte steh mir nicht im Weg rum. Hör auf! Ich hab gesagt, hör auf! Boah, Alter, jetzt kommen auch Shin und der andere Kumpel hier. Hayato, was zur Hölle machst du? Bist du vollkommen verrückt? Was soll das? Du solltest dich eher fragen, was du machst. Hallo? Wenn wir uns nicht beeilen... Ich hab doch gesagt, wenn wir uns nicht beeilen, dann wird Kuhe sterben. Also steht mir nicht im Weg rum, ja? Ihr dreckigen Mörder. Was? Ich hab doch gesagt, wenn wir ihn ins Krankenhaus bringen, dann wird er gerettet. Also warum steht ihr mir im Weg rum? Warum nervt ihr mich? Habt ihr vor, ihn zu töten oder was? Ihr macht immer einen auf großen Macker hier, wisst ihr was? Und gerade in wichtigen Zeiten wie dieser jetzt, ne? Wie jetzt, da bringt ihr nichts. Da seid ihr nicht von Nutzen, ja? Also, ihr seid diejenigen, die hier Scheiße labern und nerven, ja? Hayato, weißt du überhaupt, was du gerade erzählst? Halt deine Fresse! Ich hab nicht Schuld, ich bin nicht der Böse hier. Das war nicht meine Schuld. Niemals. Ich hätte das niemals gemacht. Ich hätte das nicht vor. Hä? Shin, halt Kaito auf. Hayato, jetzt hör auf. Lass mich los. Oh, fuck. Ich glaube, jetzt haben wir noch ein größeres Problem. Jetzt müssen wir zwei Leute ins Krankenhaus bringen. Oder? Was, warum sagt niemand mehr was? Hallo? Ah! Ha! Ja! To! To! Nein, 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 das wollte ich nicht! Ich weiß, beruhig dich! Aber das... Kyoya... Geh weg! Das... Geh raus hier! Das war ein Unfall! Wir wissen es, ist okay. Lass uns gehen. Wir müssen echt raus, aber die Tür? Ah, die Tür. Oh, das kann doch nicht sein, Scheiße! Das gibt's doch gar nicht. Nein, die Tür ist zugefallen. Ist das etwa ein Fluch? Ein Fluch? Was laberst du? Aber, mal ganz ehrlich, es passieren doch nur noch komische Sachen hier, ja, die ganze Zeit. Also da kann man jetzt nicht mehr behaupten, dass es nicht die Möglichkeit besteht, dass es vielleicht ein Flochenfluch ist. Habt ihr das nicht die ganze Zeit gemerkt, was hier abgeht? Das hier... Ich geb dir was, was gibt er mir hier? Ah, okay, er hat es schnell übersetzt, deshalb gibt er uns jetzt hier den dritten Report. Und da können wir direkt weiterlesen. Meine Güte, das wäre spannend. Was zur Hölle ist hier passiert? Kann es etwa sein, dass das ganze Anwesen hier verflucht ist? Obwohl ich noch nichts Sonderbares, keine seltsamen Atmosphäre hier gespürt hatte, ist es heute Nacht komplett anders. Ist das die Kraft von dem Zauberbuch? Dass der Sohn seine Mutter und seine Schwester tötet, ja? Ist das der Einfluss von dem Fluch, der auf diesem Anwesen liegt? Denn solch eine teuflische Tat hätte Aroldo sicher nicht sonst getan. Ich muss auf jeden Fall alles daran legen, diesen Fluch von diesem Anwesen hier zu lösen. Jetzt, wo ich hier in diesem Haus eingeschlossen bin, bleibt mir kein anderer Weg, als das zu tun. Im Notfall, also für den Notfall habe ich noch Weihwasser in der Kirche? Ist noch Weihwasser, was mir aus der Kirche habe ich Weihwasser geholt, das mir doch von Nutzen sein könnte. So ist es richtig. Und das habe ich mit einem Brief im Tresor verstaut. Ich muss mich beeilen. Bevor ich auch von dem Fluch besessen werde. Bevor noch mehr Sünden hier auf dem Anwesen lasten. Oh,
Olga, Cornelia. Bitte verzeiht mir, ich, der nicht gerettet werden kann mehr. Oh nein. Also, aus den ganzen Informationen, die wir jetzt gesammelt haben, ist es tatsächlich so, dass wir die Verbindung zum Fluch jetzt nicht mehr leugnen können. Ja, was sollen wir denn dann tun? Oh, verdammte Scheiße. Also es geht jetzt nicht mehr nur noch darum, einen Weg hier rauszufinden, sondern wir müssen mehr Informationen über das Anwesen anscheinend auch noch suchen. Und langsam ist auch der Akku von meinem Smartphone leer. Wir haben also nicht mehr so viel Zeit. Wir sollten uns also wieder aufteilen und suchen. Als Kyoya gerufen hat, bin ich in den Ostflügel der zweiten Etage gegangen und dort sollte ich nochmal gucken, weil da war noch irgendwie was interessant sein könnte. Verstanden. Mhm. Also geht es weiter wieder an der Suche, okay, mit Zeitlimit? Kein Zeitlimit, das ist gut, denn dann können wir in der nächsten Folge wieder ganz gemütlich hier weiter fortfahren. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Das war's erstmal. Unser Freund Hayato hat leider das Zeitliche gesegnet. Ein großer Verlust für unser Team, das jetzt nur noch aus 3 Leuten besteht. Naja, mal gucken. Wir schaffen das schon. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen!